Deine Mustermädchen ist jetzt etwas über eine Woche bei uns. Und für mich ist es ganz wichtig, bevor ich ernsthaft mit dem Training anfange und überhaupt ans Reiten denke, dass sie die Hufe gemacht bekommt, weil so kann man natürlich nicht laufen. Und dass sie vielleicht auch von meiner Physiotherapeutin durchgecheckt wird. All das setzt natürlich voraus, dass sie sich überall anfassen lässt und dass man auch die Hufe aufnehmen kann. Und da brauche ich natürlich niemanden kommen zu lassen, bevor ich das nicht selbst gemacht habe. Und das möchte ich jetzt so langsam mit ihr üben. Sie findet es noch nicht so toll, am Rücken und am Popo angefasst zu werden. Und das übe ich noch ein bisschen mit ihr und versuche auch heute die Beine aufzuheben. Nur lass sie ruhig ganz lang, damit sie gucken kann. Und damit sie immer sagen kann, wenn was für sie nicht okay ist. Hier, wenn ich an den Rücken gehe, möchte sie das nicht so gerne und geht sofort zurück. Ich bleibe aber dann dran und sage, hey, ist okay. Versuche dann mal den Arm so ein bisschen rüber zu legen. Ja. Das findet sie noch suspekt. Man sieht, das beunruhigt sie sehr stark, wenn ich hier in der blinden Zone im Rücken rumfuhrwerke. Ja, ich bin das. Will sie nicht so gerne. Findet sie auch blöd, geht sie lieber. Wichtig ist jetzt, dass sie lernt, dass es okay ist, wenn ich das Bein so ein bisschen festhalte und sie in der Bewegung begleite, ohne dass sie die Panik bekommt. Und das muss ich natürlich jetzt 2 bis 12 Mal wiederholen. Von der Heuraufe weg, nicht, dass sie zurückgeht und dann verstößt. Ja, fein. Gut, danke schön. Ja, ist alles ganz furchtbar. Das ist eine Zumutung. Komm wieder ein bisschen vorne. Wieder ein bisschen nach hinten. Ja, das wäre dann, wenn es gut ist.
Das finde ich nicht doof, ne? Dankeschön. Gut, danke schön. Prima, ich weiß es nicht zu tun. Ja, ich weiß. Wow, ich bin ganz gut. Cool. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Ja, ihr seht, es ist noch ein weiter, weiter Weg, bis man sie wirklich überall anfassen kann, geschweige denn, bis ich hier irgendwas auf den Rücken legen kann und bis man ihr die Hufe machen kann. Aber wir bleiben natürlich dran und werden euch berichten. Dankeschön.